Hi zusammen, jetzt geht es wieder um die Basis, um den Rücksprung und zwar den Aufbau des Rücksprungs. Ich möchte euch gerne erklären, wie sich eigentlich dieser ganze Golfschwung so ein bisschen zusammenbastelt, weil viele immer, sie wissen natürlich das Thema mit der Schwungebene und von außen und von innen und. Viele haben viel zu viele Informationen und setzen die eigentlich letztendlich ein bisschen falsch ein. Also, grundsätzlich hat eigentlich der Rückschwung die drei Hauptbewegungen. Und zwar, die erste Hauptbewegung, die haben wir auch schon in einem separaten Video mal durchgenommen, ist die Drehung. Ja? Die Körperdrehung, dass die Hüfte 45 Grad dreht und wenn man gesunde Schultern hat und der Kopf auch noch vorne bleiben kann, die Schultern drehen sich 90 Grad. Für die meisten ist das im Aufrecht noch relativ leicht. Wenn man sich dann beugt, auf einmal verändert sich das alles, aber letztendlich ist es genau das Gleiche. Also sprich, auch wenn ich hier meine Cross-Arms-Position mache, ich beuge mich nach unten und es ist immer noch eine Drehung nach hinten. Sprich, die rechte Schulter dreht sich hinter den Kopf. Das ist übrigens auch ein Bild, was für viele ganz gut ist, dass sie sich ein bisschen mal mehr auf die rechte Schulter konzentrieren, vor allem für uns Rechtshänder. Die Linkshänder müssen das natürlich für sich umdrehen. Aber viele haben auch so ein bisschen das Bild, was ich nicht unbedingt unterschreibe, dass die linke Schulter zum rechten Fuß nach unten muss oder dass die rechte Schulter nach oben muss. Ihr seht ja das selber, das fängt dann sofort in eine sehr steile Schulterdrehung anzukommen, beziehungsweise sogar in ein Kippen. Egal, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Drehung gewesen. Das ist Hauptbewegung Nummer 1, die Drehung. Die Drehung ist das, wo wir das ganze Karussell wirklich in Bewegung bringen. Das ist auch der Start vom Rückschwung. Da bringen wir eigentlich alles in den Rückschwung rein. So, Nummer 2, das ist dann quasi die zweitgrößte Bewegung. Das ist der Armhub. Wirklich dieses Arm heben. Wenn man sich jetzt zur Seite dreht, ich kombiniere das Ganze jetzt mal für euch. Ich drehe jetzt quasi den Körper zur Seite, Schultern zeigen jetzt zu euch, ich schaue eigentlich nach vorne, der Arm hebt sich. So, mehr setze ich jetzt noch nicht ein. Ja, also sprich, wenn ich meine Arme nach oben hebe, ist der Schläger eigentlich wie eine Antenne nach oben gestreckt. Und so könnt ihr das ja auch beobachten, dass die Hände ja auch so ein bisschen hoch müssten. So, die dritte Bewegung, die könnt ihr euch denken, das habe ich jetzt schon gezeigt, wenn der Schläger eigentlich so steht, der Schläger bei den wenigsten, bei den meisten steht der dann eben so. Das ist letztendlich eigentlich nur das Handgelenk. Das Handgelenk gibt es in zwei verschiedene Richtungen. Das Handgelenk gibt es in diese Richtung und das Handgelenk gibt es in diese Richtung. Diese Handgelenksbewegung gibt eigentlich mehr den vertikalen Eintreffwinkel vor und das gibt eben auch diese Handgelenksbewegung. Das macht im Rückschwung auch viel aus, was das Schlägerblatt betrifft und was letztendlich auch die Höhe von dem Schläger auch wieder dazu bringt. Ja? Also, wenn wir das jetzt mal hier runter reduzieren, ich mache euch das mal frontal vor, einfach Handgelenke, Drehung, Armhub, kommt man eigentlich ziemlich genau in eine super gute Position. Letztendlich funktioniert es ja dann doch nicht so, das schaut ja eigentlich eher aus wie ein Roboter, aber was ich jetzt eigentlich mit dem Video euch zeigen wollte, dass ihr vielleicht mal überlegt, ah ja gut, mit dem Armhub, das wusste ich jetzt vielleicht noch nicht. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich drehe die ganze Zeit nur mache Handgelenke, bin ich ja natürlich mega flach und bin meistens auch gezwungen, einen Schulterwurf zu machen, dass der Schläger auch wieder zurückkommt. Wenn es dann schief läuft, kommt der Schläger meistens von außen. Aber ganz einfach aus dem Grund, weil keine Höhe auf den Schläger bekommen ist. Ja? Andersrum, viele schlagen aus den Armen, heben die Arme viel zu viel und vernachlässigen die Drehung. Also, probiert es einfach mal aus, beziehungsweise schaut euch mal selber im Spiegel an. Macht mal das einfach, dass ihr den Schläger hier vorne einfach mal nach oben kippt. Ihr dreht euch zur Seite und hebt dann die Arme hoch, dass wenn ihr nach vorne schaut, dass ihr immer noch diesen linken Arm so ein bisschen in eurem Auge blitzen seht. Dann seid ihr eigentlich in einer ganz guten Position. Und dann könnt ihr mal checken, ob ihr das eigentlich so macht. Und wenn ihr das nicht so macht, was ihr dafür tun müsstet, dass ihr da hinkommt. Okay? Also probiert es aus. Ich freue mich aber natürlich wie immer über euer Feedback auf YouTube und auf Instagram und über eure Likes oder eure Kommentare natürlich auch. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und viel Erfolg damit und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.